Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einem neuen Update, und zwar die 1.54.4. Und es ist einiges Neues herausgekommen, weitaus mehr als der 1.54, wo praktisch zwei Sachen drin waren. Hier haben wir ein paar mehr Sachen drin und wir fangen einfach gleich an. Und zwar mit der ersten Sache: der Lag beim Bauen soll reduziert sein. Und das werde ich gleich mal ausprobieren hier mit den Teilen. Mal sehen, wie viele Teile wir nehmen können oder verschieben können, bevor es anfängt zu laggen. Also hier haben wir 4 Teile. So sieht das aus. Dann haben wir hier 8 Teile. Und machen wir mal gleich 16. Und bewegen das herum. Ihr seht, das bewegt sich natürlich hier nach dem Raster. Ist also so schon nicht ganz smooth. Aber an sich läuft das eigentlich recht gut. Es bewegt sich auch schön hinter meinem Finger her. Jetzt machen wir hier einmal 32 und versuchen das Ganze nochmal. Und das funktioniert immer noch. Also da gibt es bisher keine Probleme. Jetzt haben wir hier 64. Und jetzt hängt es schon ein bisschen hinterher. Also jetzt, wo ich ein bisschen schneller bewege, da fängt es schon langsam an. Also hier 64 klitzekleine Bausteine und natürlich alle markiert. Das braucht natürlich noch mehr Ressourcen. Aber das fängt schon ein bisschen an zu laggen. Dann machen wir mal so und zoomen ein bisschen weiter raus. Das sind jetzt hier 128 und die bewegen wir mal. Und ja, jetzt merke ich es auch schon deutlich, das hängt sehr viel weiter hinterher. Also Lag ist auf jeden Fall noch da. Ich habe jetzt auch nicht so ein besonders gutes Smartphone, sogar ein ziemlich altes, um genau zu sein. Und ich nehme gerade auf, das heißt, ja, ihr habt höchstwahrscheinlich ein besseres Smartphone. Und da sollte selbst 128 Teile kein Problem sein. Wir treiben das mal noch ein bisschen weiter. Wir drehen das Ganze und machen das mal so. Und ja, jetzt seht ihr das wahrscheinlich auch, dass es schon richtig anfängt zu laggen. Vor allem, als ich Symmetrie anschalten wollte. Jetzt haben wir hier 256 Teile. Und die bewegen sich sehr langsam hinterher. Ihr seht, wie die herumspringen. Ich bewege die eigentlich relativ langsam sogar herum. Und das wird jetzt hier ziemlich schwierig. Also bei mir ist auf jeden Fall das Limit unter 256 Teilen. Deshalb, ich kann es nicht genau beurteilen, ob der Lag jetzt weg ist. Ich denke mal, er ist wahrscheinlich bei mir nur ein bisschen weniger geworden. Bei euch ist es vielleicht sehr viel besser geworden. Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Die nächste Sache ist wahrscheinlich das, worauf ihr am meisten gewartet habt. Und zwar der Cheat, Part Clipping. Und wir probieren es gleich mal aus. Die alte Methode, die gibt es immer noch und die funktioniert noch. Und ich zeige es euch mal zuerst. Also kennt das wahrscheinlich aus meinem Tutorial zum Part Clipping und zum BP Edit. Und es funktioniert halt noch. Also ihr habt hier Tank, markiert den, habt noch einen Tank, markiert den, bewegt beide herum und dann sind sie ineinander, aneinander gesteckt. Und das funktioniert noch. Genauso ist es mit Triebwerken, also wir können die hier wieder ineinander packen und herumbewegen, also es funktioniert wieder. Allerdings noch nicht zu früh freuen, das hat nämlich noch einen gewissen Nachteil, zu dem komme ich aber später noch. Also erstmal hier der Cheat, den können wir hier einfach anschalten. Ihr braucht dafür die Cheat-Expansion, ohne das geht's nicht. Und jetzt ist es folgendermaßen, die Teile haben einfach gar keine Hitbox mehr, also ihr könnt die einfach komplett wild ineinander stecken und das Spiel lässt es einfach zu und dann sieht das Ganze einfach so aus. Ja, da ist im Grunde mit diesem Cheat keine Grenzen mehr gesetzt, ihr könnt alles ineinander packen, ihr könnt Treibstofftanks mit der Masse der Sonne erschaffen oder mit der Masse des ganzen Universums und es klappt alles wunderbar.
Also so sieht ein Haufen an Falkentriebwerken aus. Und es laggt auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Also nochmal Punkt 1 ist noch ein bisschen laggy, aber gut. Der nächste Punkt, Punkt 3, hat mit meiner neuen Reihe an Raketen zu tun, nämlich der Avalon-Reihe. Das ist jetzt hier der neue Name, so sieht sie aus. Wenn ihr wollt, mache ich noch ein extra Video darüber. Jedenfalls kann ich die gleich wieder in die Tonne schmeißen, da ich sie nicht mehr benutzen kann. Also Punkt 3, wir laden einfach mal die Rakete. Punkt 3 ist, dass Triebwerke jetzt Teile unter ihnen aufheizen. Und das macht es sehr viel schwieriger, jetzt Raketen zu landen. Und das heißt auch eben, dass der Separator unter den Triebwerken das Hitzeschild und die Landebeine eben aufheizen. Und ich mache das mal hier ganz, ganz niedrig. Und noch passiert nichts, aber ich erhöhe das mal hier. Und es ist sofort explodiert. Und ihr seht, das ist alles sehr schnell kaputt gegangen. Das heißt, ich kann wieder neue Raketen bauen. Ja, finde ich ein bisschen doof. Aber es ist halt realistischer. Ich meine, man kann nicht einfach ganz viele Sachen unter ein Raketentriebwerk packen und hoffen, dass es funktioniert. Ist natürlich logisch. Aber so kann ich wieder meine Raketen umbauen. Und das wird wieder eine Weile dauern und deshalb wird auch SFS Colony wieder eine Weile nach hinten verschoben. Ich werde es noch weitermachen. Ich verspreche es euch, ich werde es weitermachen. Ich möchte nur gerne meine Raketen landen und dafür muss ich die erstmal wieder umbauen, sodass ich sie eben wieder benutzen kann. Immer noch zu Punkt 3. Ich habe hier was Kleines vorbereitet und zwar ist das ein Test für die gesamte Flammenlänge, also quasi wie lange die Triebwerke noch Teile aufheizen können, und zwar bei 100%igem Schub. Zuerst mal hier, am besten vorneweg, die RCS-Düse und das Ionentriebwerk produzieren keine Hitze. Bei den RCS-Düsen, klar, kann ich mir vorstellen, das ist einfach nur schnell beschleunigtes Gas. Bei diesen Triebwerken hier ist es natürlich brennendes Gas. Bei den Ionentriebwerken ist es so ein bisschen merkwürdig. Es könnte sein, dass es vielleicht noch hinzugefügt wird, dass sie auch Hitze abgeben, weil die Partikel im Inneren immerhin auf 11,5 Kilometer pro Sekunde beschleunigt werden, was natürlich eine ganze Menge ist und was eine Menge Schaden anrichten könnte. Bisher ist es aber nicht so. Deshalb RCS-Düsen und Ionentriebwerke haben noch keine Hitzeabgabe. Das heißt, meine MS-Kolonie wird noch funktionieren, was sehr schön ist, weil ich sonst auf eine komplett andere Raumstation umsteigen müsste, was doof wäre. Gut, fangen wir jetzt hier an mit dem Kolibri-Triebwerk. Und zwar macht man es einfach so. Und das Kolibri-Triebwerk hat eine Flammenlänge von 5. Das Velayan-Triebwerk, größer, breiter, hat eine Flammenlänge von 7. Aber wie ihr sehen könnt, hat das auch nur eine Breite von 2. Genauso wie das Kolibri-Triebwerk. Das heißt, diese kleine Ecke, die ihr da seht, die gibt keine weitere Hitze ab. Dann das Frontier-Triebwerk. Und zwar hat das eine Flammenlänge von 19. Und ihr seht, das hat eine Flammenbreite von 4. Es hat die ganze Breite zerstört. Das Falke-Triebwerk hat eine Flammenlänge von 21. Und ja, ihr seht, das hat auch eine Breite von 4. Dann ganz weit oben, ganz weit entfernt, das Titantriebwerk. Es hat eine Flammenlänge von 52 und das könnte jetzt hier ein bisschen laggen. Achtung. Ja, behängt. Jedenfalls eine Flammenlänge von 52 Blöcken, was unglaublich viel ist. Und da haben wir es gerade geschafft. Der ganze Rauch legt sich. Und es hat auch nur Flammenbreite von 4. Das heißt, diese äußeren beiden Teile sind nicht verglüht. Punkt 4 hat wieder mit Triebwerken zu tun. Und zwar natürlich, man kann sie wieder klippen. Aber das Klippen ist jetzt durch die Hitze ziemlich eingeschränkt. Wir haben hier zum Beispiel zwei Kolibri-Triebwerke.
Die sind um ein Feld ineinander geklippt. Und wenn wir versuchen, das zu starten, dann seht ihr, die heizen einfach auf und gehen komplett kaputt. Das kann man daran sehen, dass das Triebwerk eben genauso breit ist wie die Flammenbreite. Ich habe es euch eben schon gezeigt in Punkt 3. Ja, die Flammenbreite ist 2, das Triebwerk ist 2 breit. Das heißt, das andere Triebwerk wird auf jeden Fall aufgeheizt. Und das heißt, ihr könnt Kolibri-Triebwerke nicht klippen. Ist natürlich doof für Leute, die Falcon 9 und Falcon Heavy Raketen bauen wollen, wo man vor allem kleine, schmale Triebwerke benutzen will. Und ihr müsst halt jetzt auf jeden Fall den No-Heat-Cheat benutzen dafür, damit das eben funktioniert. Doof für die, die eben keine Cheats benutzen wollen. Ja, das nächste, das Valiant-Triebwerk. Das hat eine Flammenbreite von 2 und ist insgesamt 4 breit. Das heißt, dieses Triebwerk können wir klippen. Und zwar auch nur um ein Feld. Und wir können auch mal den Schub auf 100 machen. Und ihr seht, das funktioniert ohne Probleme. Das läuft. Allerdings müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr zu stark dreht. Dann seht ihr, dann heizt sich das andere auf. Und deshalb müsst ihr da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Generell bei geklippten Triebwerken. Wir haben hier das Falke-Triebwerk. Es hat eine Flammenbreite von, ja, ungefähr 4, weil man kann die beiden Triebwerke immer noch ineinander klippen. Ihr seht, unten treffen die sich so ein bisschen, oben treffen sie sich ein bisschen. Aber man kann sie klippen. Das Ganze funktioniert trotzdem. Wie gesagt, schon gesagt, ihr müsst halt aufpassen beim Drehen. Ihr seht, das hat sich jetzt hier ein bisschen aufgeheizt. Aber ansonsten könnt ihr es auch mit 100% laufen lassen und dann klappt das. Das heißt, dass die Flammenbreite eben nicht genau 4 breit ist, sondern irgendwo zwischen 3,5 und 4 liegt. Das nächste auf der Liste natürlich hier das Frontiertriebwerk. Und da ist es halt so, die Flammenbreite ist bei 4, das Triebwerk ist 4 breit. Das heißt, ihr könnt das leider überhaupt nicht klippen. Also so gar nicht. Ja, okay. Komme ich eigentlich mit klar? Ich hatte eh nicht vor, jetzt bei meinen Raketen irgendwas zu klippen. Und ihr wisst ja, ich benutze die Frontier-Triebwerke vor allem in der zweiten Stufe oder auch in der Avalon und Atlantis 1 vor allem. Ja, ich komme eigentlich mit klar. Ist natürlich doof, dass das so ziemlich mit dem Kolibri-Triebwerk das einzige Triebwerk ist, das man nicht klippen kann. Ja, okay. Wir haben hier das Titan-Triebwerk und das sieht eigentlich gar nicht klippt aus. Und da fallen lauter Sachen dauernd vom Boden. Ja, okay. Es sieht gar nicht klippt aus, aber oben seht ihr, die beiden Tanks gehen ineinander. Das heißt, die sind auch um ein Feld geklippt. Das Triebwerk ist 6 breit, die Flammenbreite liegt bei 4. Das heißt, ihr könnt das eben um ein Feld klippen, ohne dass es dort Probleme gibt. Ihr könnt es auch auf 100% machen. Und ja, ich konnte es jetzt schlecht zeigen, aber wenn ihr dreht, dann kann es auch passieren, dass eben das andere Triebwerk aufheizt und kaputt geht. Und zu guter Letzt nochmal erwähnt, also immer noch Punkt 4, ja, die Ionentriebwerke geben auch keine Hitze ab, wenn sie geklippt sind. Also scheint es so, als würden sie momentan zumindest überhaupt gar keine Hitze abgeben und überhaupt nicht die Umgebung aufheizen. Was sie natürlich extrem OP machen. Ihr könnt Tausende von ineinander klippen, extrem starke Triebwerke machen und die funktionieren einfach weiter. Jedenfalls hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Update-Reviews haben wollt, dann lasst mal ein Like da. Ihr habt ja gesehen, ich habe eine kleine Abstimmung gemacht mit, was ich als nächstes in Videos machen soll. Das will ich jetzt des Öfteren machen, also vielleicht nicht unbedingt jede Woche, aber hin und wieder werde ich es auch mal machen, damit ihr eben auch die Möglichkeit bekommt, eure beliebten Themen quasi vorgestellt zu bekommen. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!